Liebe My Tischtennis-User, nach der aus deutscher Sicht sensationellen Mannschafts-EM mit beiden Titelgewinnen geht es in dieser Woche mit Vollgas weiter. Freuen darf man sich auf einen TTBL-Spieltag am Freitag, den 7. Spieltag der Saison. Die weiterhin ungeschlagenen Top-Teams von Borussia Düsseldorf und Lipa Ochsenhausen müssen auswärts ran. Düsseldorf reist zu Bad Homburg, das zuletzt den ersten Saisonsieg feiern konnte. Ochsenhausen spielt in Fulda. Nach 4 Niederlagen in Folge wieder in die Spur finden will Grenzau vor heimischer Kulisse gegen Grünwettersbach. Weiter geht es für die TTBL-Clubs schon am Sonntag im Pokal-Achtelfinale. Saarbrücken empfängt dabei im Topspiel Ochsenhausen. Spannend zu beobachten sein wird auch, wie sich die Zweitligisten schlagen. Also Fortuna Passau gegen Bad Homburg, Hertha BSC Berlin gegen Grünwettersbach, Grün-Weiß Bad Hamm gegen Bremen und der erste FSV Mainz 05 gegen Bergneustadt. Doch das ist noch nicht alles in dieser Woche, denn gestern hat die Chinese Super League begonnen, die bis zum 12. Oktober ausgetragen wird. 9 Herrenteams und 6 Damenteams kämpfen zunächst bis zum 9. Oktober um 4 Playoff-Plätze. Als ganz besonderen Anreiz erhalten der Spieler und die Spielerin, die die meisten Punkte in dieser Super League-Saison erzielen, direkte Startplätze für die Individual-WM in Houston im November. Zu den favorisierten Teams gezählt werden dürfen bei den Herren Shandong Luneng mit Malong, Wang Chiqin und Yan An, Shantou Mingrun mit Fan Shedong und Lin Gaoyen, sowie Shandong Weichao mit Liang Jingkun, Zhou Jiao und Liu Dingshuo. Bei den Damen nimmt die absolute Favoritenrolle Shandong Luneng mit den Olympiateilnehmerinnen Chen Meng und Wang Manyu ein. Wir halten Sie auf mattischtennis.de auf dem Laufenden und wünschen Ihnen noch eine gute Woche.